Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen kleinen Plauderei hier bei mir bei Stefans Dufte Plaudereien. Ja, heute habe ich euch zwei Hidden Gems mitgebracht, so zumindest in meiner Auffassung und meiner Nase her. Ja, beide Düfte von Sapil, was ja eine Untermarke ist oder beziehungsweise von Swiss Arabian vermarktet wird. Ja, ich habe die schon vor ein paar Wochen mal mir besorgt, die zwei Düfte, und habe die jetzt mal ja soweit ausführlich getestet für mich und habe die auch so tagsüber mal getragen. Ist ja im Moment auch gerade so das Wetter dafür, um etwas, sagen wir mal so, soweit kann ich euch schon mal zumindest das spoilern, für so einen gemordigen Duft bzw. für einen Lederduft. Ja, ich sitze zwar hier im, Poloshirt da, aber vorhin musste ich hier bei uns hier in dem Sommerhaus hier noch wieder den Heizlüfter aktivieren, weil es doppelt kühl draußen ist. Also wir hatten heute nur 15 Grad und es hat den ganzen Tag geregnet. Und im Moment ist ja gerade so auch in Baden-Württemberg beziehungsweise in Bayern wieder so stellenweise Land unter. Ja, und das zum 1. Juni. Ach ja, wie schrecklich. Aber nun ja, da können wir ja nun alle auch nichts dran ändern. Es ist so. Ja, für alle diejenigen, die sich für interessieren, wie es unserer kleinen Molly, unserer kleinen Molly-Maus hier geht. Von euch aus gesehen, unten rechts, seht ihr zumindest so, naja, ein Teil von ihr. Sie sitzt gerade vor der Terrassentür und bewacht so das Grundstück. Und genau, guckt hier aber so mal hier rein, was hier so läuft, und guckt auch mal sich im Garten um. Jo, von daher kann ich mir das jetzt mal sparen, hier extra hier so die Live-Cam quasi zu aktivieren. Und kommen jetzt soweit mal, ja, mal zur Duftbeschreibung beziehungsweise zur Duftvorstellung. Vorab noch kurz, für diejenigen euch, die es interessiert, also seit gestern, seit Freitag ist mein Mann wieder zurück aus dem Krankenhaus. Ich habe ihn wieder abgeholt und ja, ihm geht es wieder gut. Er wuselt ja wieder rum. Ich könnte ihn gerade festbinden. Naja, und ja, er hat sich wieder gut erholt soweit und es geht ihm gut. Und naja, ich habe allerdings jetzt bei mir heute festgestellt, dass ich so ein bisschen Halskratzen habe jetzt ein bisschen. Und ja, ich bin heute ein bisschen schlapp. Ich hoffe, da kommt nicht wieder jetzt so eine Erkältung irgendwie dran. Aber gut, die Aufregung der letzten Tage war doch ein bisschen viel, und dann merke ich immer dann, dass ich da so ein bisschen anfällig werde für irgendwelchen Erkältungssymptome oder so weiter, was natürlich auch durch das Wetter hier etwas unterstützt wird gerade, ne? Dieses ja, Herbstwetter. Jo. Ja, okay, gut, so viel zur Einleitung, zu den einleitenden Worten hier. Genau, die beiden Düfte von Sapil, da kann ich euch jetzt gleich mal von der Präsentation her, fange ich mal an. Einer ist blau, der andere ist rot gehalten, der Kama und der Laheb. Ja, Düfte sind, die Verpackungen sind fast identisch soweit, nichts Großes, Spektakuläres, aber auch ganz nett gemacht, so ganz stabil auch so weiter. Der Batch hier vom Kama ist übrigens, wenn ich das lesen kann, aber ja, von September 23, und der Batch vom Laheb ist auch September 23, genau. Ja, wie gesagt, ist also jetzt nicht so die, halte ich mal ganz kurz nochmal so in die Kamera, vorne ist so ein Bild, so ein schönes Muster drauf, ne? Also das ist ganz nett gemacht, und diese umlaufende Bordüre hinten dran und so, ne? Ja, also wie gesagt, und da ist das Gleiche, also habt ihr auch so dieses Muster drauf soweit, ne? So, jo, genau. Ja, genau. Ja, da komme ich später drauf, wollte ich gerade was sagen, aber komme ich gleich noch drauf. Die Flakons sind jetzt auch ganz, ja, ganz schön gemacht, finde ich. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache, je nachdem, wie man es jetzt sieht.
Der Cover hier in dem schönen dunklen Blau mit dem goldenen drauf. Also beide haben ja dieses Gold drauf und ist Plastik oben drauf. Auf die Kappe ist ja ist Plastik, ne? Also das ist jetzt nichts so Spektakuläres. Der Lahib hier auch in dieses gleiche in Rot sozusagen. Ja, ich finde die Form ganz nett gemacht. So ist, also die haben so, wie man das so ein Bild sieht hier, weiß nicht, so vom, von der Form her sind diese Bilder eingekerbt. Ich weiß nicht, ob der von dunkel vielleicht, also das Rote vielleicht besser sieht. Nee. Ne? Also ist ganz hübsch, ja. Also wie gesagt, die Kappe sitzt jetzt nicht so stramm fest drauf, also hochheben kann man sie nicht. Ist jetzt auch so mittelschwer, würde ich sagen, ne? So von der Kappe her. Und genau, also ist natürlich wieder Geschmackssache, das ist jetzt natürlich, ne? Ich finde sie ganz nett, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was ich dafür bezahlt habe, was die beiden hier kosten, das sind wirklich, das kann ich euch auch schon sagen, wirklich Schnapper, ja, die gibt es bei Notino, habe ich mir die besorgt für, ach Gott, für schlappe 12 Euro, glaube ich, waren es damals, oder 11,50 Euro sogar, oder 12,50, keine Ahnung. Wobei, ich habe gerade geguckt, der Lahib ist im Moment nicht im Shop drin, also beziehungsweise im Moment nicht lieferbar, aber die kommen ja wieder rein. Das ist also können, den gibt es auf jeden Fall hier, den Kamar. Und wie gesagt, also für den Preis, also das ist jetzt wirklich, deswegen sage ich, also für den Preis sind es aber wirklich wahre Schnapper und also wie gesagt, für diejenigen unter euch, die jetzt so auf diese Gourmandigen Düfte oder Lederdüfte stehen natürlich nur, ne, klar. Also da gibt es nichts, also das kann ich auch schon mal spoilern. Ich kann beide Düfte sehr empfehlen, also sind sehr, sehr schöne Düfte. Sehr schön gemacht und ich wundere mich immer, wie man für so wenig Geld hier so Düfte hier ja, herstellen kann, formulieren kann hier. Jo, also es ist ja mir immer noch ein Rätsel, klar. Ne? Genau, ja, mit was fange ich an? Mit dem Blauen. Ich fange jetzt mal mit dem Kammer an. Ja, Zahlen, Daten, Fakten, da kann ich jetzt gar nicht so, die sind jetzt im Netz, muss ich sagen, oder gerade bei Parfumo eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, also beide sind nicht so auf dem Schirm, Sapil irgendwie, ich weiß, ist auch nicht ganz so, noch nicht ganz so auf dem Schirm bei vielen, aber auf vielen Kanälen, wenn ich Kanäle gefunden habe, auf die die diese Düfte Review gemacht haben, dann waren es eben ausländische Kanäle. Ich habe da den, ach Gott, wie heißt der? Das muss ein englischer Kanal sein. Egal, ich kann euch unten mal verlinken, wo ich was gefunden habe dazu, ne? Weil auf den deutschen Kanälen habe ich da gar nichts zugefunden. Also das ist, bin ich jetzt meines Wissens jetzt der Erste, der hier so diese, diese Reihe, diese aus von Sapil hier vorstellt. Und ja, nee, dass ich mir das sowas drauf einbilde oder so, aber jo, ich habe halt nichts gefunden, nichts Deutsches zumindest. Und musste mir das dann so im Bild zusammen glauben. Auch was Parfumo betrifft, muss ich sagen, ja, das sind also sehr spärliche Informationen und auch die Kommentare dazu, Kommis, da gibt es fast keine. Ein, zwei waren dabei und jo, aber die waren jetzt auch sehr, naja, gut. Ganz gut, also ich meine, die waren jetzt nicht, die haben ja nicht schlecht, nichts Schlechtes gesagt, aber wie gesagt, es ist ein bisschen rar, so die ganzen Informationen. Ne? Deswegen gibt es hier auch nicht so viele Zahlen, Daten und Fakten. Ich habe es ja schon gesagt hier, der Kamar ist ein Lederduft. Jo, auf Parfumo wird der allerdings nur bei 10 Bewertungen, was jetzt nicht unbedingt so die Aussagekraft jetzt besitzt, aber immerhin nur mit 7.0 bewertet. Und Frakantik habe ich gar nichts gefunden dazu. Und genau, Kamar heißt übrigens Mond oder Beauty, Mond oder Schönheit. Wir aus dem Arabischen, ne? Und kann man jetzt das raussuchen, wird wohl aber Kamar der Begriff öfters in Zusammenhang mit Schönheit auch genannt, aber er kann auch Mond, also wenn ich so das Dunkelblaue sehe, sieht so ein bisschen, ja, so Nachtblau, ne? So ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, dass es auch eher so den Mond betrifft, aber könnt ihr euch das aussuchen, ne? Ob ihr auch den Moon oder die Beauty
euch rausholen wollt. Genau. Und ja, es ist ein, wie gesagt, es ist ein Lederduft, ein holziger Lederduft. Und ja, war gleich sehr, sehr angenehm überrascht, als ich den gesprüht habe. Und hält auch sehr lange bei mir, muss ich sagen, auf der Haut. Er ist auch ja, so ein, zwei Stunden, wo ich den gut wahrgenommen habe, so an mir. Ne? Ich meine, ihr wisst ja, ich sprühe mich da immer so sehr großzügig hier rum ein. Und hat es auch gut gepasst, wie gesagt, zum Wetter. Also ist es auch deutlich und natürlich auch für die etwas kälteren Tage. Also ich würde ihn jetzt hauptsächlich, in der Hauptsache würde ich ihn, sagen wir mal, so im Herbst und Winter verorten. Maximal noch eben in den anfänglichen Frühlingstagen, wo es kühler ist noch. Ne? Und es ist jetzt kein Sommerduft oder sowas, ne, für wärmere Tage. Da wäre mir das jetzt persönlich, wäre mir ein bisschen zu intensiv, etwas zu schwer dazu. Ne? Wobei es jetzt nicht so schwer ist, aber er ist schon, hat schon seine, hat schon seine Intensität als Duft natürlich. Ne? Und wie gesagt, wer auf Lederdüfte natürlich steht. Man riecht am Anfang, riecht er, oder kriegt man so gleich so diese Lederakkorde mit und die sowas leicht Udiges. Und, aber ich komme jetzt gleich mal zum Duft noch dazu, bevor ich es weitermache hier. In der, also jetzt hier mit den technischen Daten oder technischen Geschichten. Unisex-Duft, jo. Ach jo, also das ist es. Ich würde tendenziell es eher so in den, in die maskuline Schiene Ebene, maskuline Schiene schieben wollen. Ah, mein Gott, nochmal. Deutsche Sprache. Und aber wie gesagt, ihr Ladies, ihr könnt dann natürlich auch so, wer von euch mal so einen Lederduft hat, man kann ja auch drüber leeren, ein bisschen dann was man was Florales drüber leeren oder sowas. Ne? Wer jetzt so ein bisschen einen floralen Duft drüber legt oder sowas noch möchte, ne, kann man ja das noch durchaus machen. Ne? Aber tendenziell ist das eher so eine, eher der maskuline Bereich, sage ich jetzt mal. Ne? Auch so das. Ja, manchmal, wenn man das so ein bisschen in der, ja, so vom Klischee her betrifft, das Dunkelblaue, das Blaue ist oftmals doch immer noch maskulin und das Rote wird immer so, Rotgold wird ja meistens immer so von der Parfümerie oftmals immer so Bilder der femininen Seite zugeordnet. Ist ja aber, naja, gut, ist ja ein Klischee. Nun ja, gut. Ja. Ist halt so, genau. Ja, genau. Sonst noch irgendwie, ja, genau. Erhält, wie gesagt, die Silage, wie gesagt, so ein, zwei Stunden nimmt man euch dann gut wahr, soweit ist es dann, je nachdem, wie stark ihr euch natürlich jetzt dadurch bedüftet. Braucht man nicht unbedingt so viel Sprayer zu machen, ne? Aber wie gesagt, ich mag es immer etwas intensiver und ja, hält auch lange auf der Haut. Also 7-8 Stunden hält er locker bei euch auf der Haut. Also wo er denn wahrnimmt, auf den Klamotten auch drauf. Ne? Also das ist definitiv ein, von der Haltbarkeit, ein durchaus guter, überdurchschnittlich guter, guter Duft, sage ich jetzt mal so. Genau. Ja, ansonsten denke ich, habe ich jetzt so von der diese Seite her, glaube ich, alles soweit erwähnt. Aber das technisch, wenn wir es schon mal haben, vom Alter her, gut, das ist jetzt die Sache. Also für ganz junge würde ich natürlich nicht sagen. Also wie gesagt, so Lederdüfte oder so, so Bild etwas schwere Düfte, ein bisschen intensivere Düfte, würde ich jetzt eher sagen, ja, so ab Mitte 20, 30 aufwärts, ne? Je nachdem, was der Typ man natürlich auch ist, klar. Ne? Also es ist natürlich immer wieder, ich muss es ja immer wieder erwähnen, tragt, was ihr wollt, wo ihr wollt, wie ihr wollt, wann ihr wollt und bla bla bla. Also da geht's. Es sind ja nur meine Eindrücke, die ich euch jetzt wiedergebe oder wo ich oder meine Meinung. Da gibt natürlich tausende Meinungen dazu, logischerweise, ganz klar. Ne? Aber nur so als kleiner Anhaltspunkt, so sage ich mal, wo ich persönlich das so die Düfte jetzt einordne, egal jetzt in welcher Beziehung ich das sage. Das ist ja immer nur mein Eindruck hier. Ne? Andere Kanäle oder andere mögen das vielleicht ein bisschen anders sehen oder so. Dürfen das ja auch. Kein Problem, oder ihr. Ne? Kein Problem. Ja, gut. Der Sprayer, jetzt gehen wir mal wirklich zum,
zum Duft hin. Ist auch sehr gut, finde ich. Also, für den, also man muss immer bedenken, der Preis. Ne? Also 12 Euro, 12,50, gut, da kommen wir Versandkosten dazu. Aber es ist einfach, da gibt es also nichts zu meckern. Ne? Da könnten es genauso gut auch so im Drogeriemarkt stehen. Ja? Da gibt es ja auch mittlerweile sehr, sehr schöne Düfte. In DM oder in Müller oder so weiter, ne? Larif und Co. oder Kaline und so weiter. Also da haben wir ja schon sehr, sehr schöne Düfte mittlerweile, auch die lächerliche Preise kosten nur. Also von daher könnte das jetzt genauso gut hier jo, irgendwo bei Rossmann und Co. oder sowas stehen. Ne? Von daher darf man sich da nicht groß, beschwere ich mich auch nicht drüber, aber dafür ist die Qualität immer gut. Also vom hier vom Sprayer. Also ist schon ein sehr würziger, kräftiger Duft, den ihr da bekommt. Ich sprühe jetzt hier nochmal drauf hier. So. Oh, ja. Sehr, sehr schön. Also ihr kennt mir sehr, sehr gut. Also ist schon, weil ich mag ja auch Lederdüfte. Ihr bekommt gleich diesen lederholzigen Lederduft. Also er hat leicht was Udiges hinten dran. Was merkwürdigerweise auch von der Kopf, von der Duftpyramide her jetzt nicht unbedingt so viel übereinstimmt, muss ich sagen. Da der Leder und dieser Udige, dieser holzige Akkord, dieser würzige Akkord relativ gleich am Anfang kommt. Also dann kriegt er sofort mit. Ja? Der ist sofort präsent. Die Kopfnote, da steht Veilchen, Apfel und grüne Noten. Also, ich kriege vom Apfel nichts mit, ich kriege von Veilchen nichts mit, ich kriege von den grünen Noten nicht viel mit. Die spielen wahrscheinlich höchstens im Hintergrund eine Rolle. Also, ich, wie gesagt, ich nehme sofort einen ledrigen, einen fast, wie gesagt, udigen, zumindest einen holzigen Duftakkord mit beim ersten Sprayer. Das Herz ist nämlich dann Leder und Zedernholz. Und in der Basis gibt es dann noch Vanille und Moschus. Die vorherrschende Note bei dem Duft, der ist auch nicht groß im Duftverlauf. Der bleibt auch sehr linear, der Duft. Was ja nichts, ich habe es ja öfter schon erwähnt, für mich ist eigentlich nichts nichts Negatives ist, sofern mir die Kopfnote auch gefällt, so weil diese ne? Und wenn die so bleibt, ist es ja wunderbar. Dann, ne? Es gibt auch Düfte, habe ich ja schon mal hin und wieder mal erwähnt, wo mir die Kopfnote super gut gefiel und dann jo, verschwindet die und dann wird der Duft eigentlich jo, nicht mehr so schön. Nun ja, das ist hier nicht der Fall. Wie gesagt, der bleibt auch wirklich so in diesem ledigen, holzigen Bereich auf jeden Fall auch da drin. Ne? Genau. Ja, wenn ich jetzt so... Ja, also... Ja, man kann, wie gesagt, so ein bisschen dieses leicht blumige, leicht ein bisschen süßliche... Ja, so leicht... Ja, man kann vielleicht hier so ein bisschen das Grüne, aber... So rausriechen, diese grünen Noten, das Zedernholz mag sein. Ne? So, aber jetzt muss ich ihn gerade nochmal auf die Hand sprühen hier. Ja, ihr kriegt dann schon so ein bisschen, ne? Das ist dieses, aber es spielt definitiv nicht die, also die, dieser weichen Apfel und diese grünen Noten sind nur so, im, sind da, ja, man kann sie, aber die spielen halt nur so als Begleiter. Die tragen den Lederduft, den das Zedernholz, dieses leicht würzige, dieses kräftige. Na, so müsst ihr euch auch den Duft vorstellen. Ne? So, es ist jetzt kein, es ist eher auch so ein, eher, ich würde jetzt mal auch sagen, so ein cremiges Leder. Kann man das sagen, cremiges Leder? Also so ein weiches Leder. Es ist eher so ein, erinnert mich persönlich eher so ein bisschen an den Wildleder vielleicht, ne? So ein bisschen, ne? Es ist also nicht so hartes dabei oder so ein, wie ich schon ganz, so ein, ne? Da habe ich ja schon Düfte euch vorgestellt, wo ich dachte, oh Gott, ne? Das ist wie so eine alte, vergammelte Ledercouch, wo schon 1000 Tabakgeruch und Whisky, alles mögliche dabei ist. Das ist also hier definitiv nicht der Fall, ne? Das ist also ein sehr schönes, also ich finde ein sehr schönes Leder. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie gesagt, dieses Holzige dabei, noch so dieses, ne, fast schon ein bisschen, ja, also Udige dabei noch, ne. Also wenn man so ein bisschen hin und wieder, das merke ich gerade eben, kriegt man so ein bisschen eine grüne Note auch mit dabei noch, die spielt so ein bisschen eine Rolle. Wenn ich so ein bisschen, das changiert so ein bisschen, das kommt hier ein bisschen raus, aber
Ja, wie gesagt, das leicht Florale oder dieser Apfel kann sein, dass das bisschen diese leichte Süße gibt noch so dazu, ne? Aber wie gesagt, für mich, so wenn man das so oberflächlich drüber guckt oder wenn man das jetzt mal so riecht, ja, an jemanden, da merkt man auf jeden Fall, das ist ein Lederduft, ne? Es ist einfach der ragt so raus, der ist sehr prominent. Und wie gesagt, alle anderen, auch die Vanille, die macht das Ganze wahrscheinlich auch so ein bisschen cremiger dabei noch, ne? Die gibt so ein bisschen, auch so eine leichte Süße noch damit, ne? Und macht es ein bisschen weicher, sanfter, ne? Das Ganze, ne? So, von daher finde ich denn, deswegen habe ich schon gesagt, das ist ein sehr schön, gut, schön komponierter, formulierter Duft in meiner Nase. Also ist jetzt nichts, wie gesagt, nichts Hartes dabei, nichts besonders Extremes so, ne? Und das macht ihn auch sehr schön, sehr gut tragbar, finde ich auch, wenn man so, wie gesagt, Lederdüfte so mag. Also ich kann es da nichts Negatives zu sagen. Also der ist wirklich in meiner Nase, in meiner Auffassung, sehr empfehlenswert, sehr. Also wie gesagt, man muss halt immer wieder den Preis sehen. Ne? Es ist natürlich ein synthetischer Duft, klar. Ne? Es ist, das sind mit Sicherheit, ich weiß jetzt, keine Ahnung, überwiegend synthetische Duftöle drin wahrscheinlich, logischerweise, klar. Ne? Aber dennoch finde ich ihn vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Da gibt es überhaupt nichts. Das ist ein sehr schöner Duft. Da kann ich jetzt nichts zu meckern oder sowas oder zu bekritteln. Jo, also ich wüsste es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, apropos, wo ich denn das irgendwo verorten würde, beim anderen, ob das jetzt irgendwo ein Dupe zu irgendwas, von Duft, welchem Duft auch immer ist, ist mir auch jetzt ehrlich gesagt auch egal. Wie gesagt, der Preis ist für mich jetzt auch, ja, habe ich jetzt auch nichts gefunden im Netz, muss ich sagen, jetzt konkret. Da gibt es jetzt, wie gesagt, keine genaueren Informationen zu. Es ist, wie gesagt, für mich auch nicht notwendig. Ne? Also, wie gesagt, für 12 €, 12,50 € oder sowas, kriegt er hier einen sehr, sehr schönen Duft. Punkt. Ja, also von daher, da kann man es wirklich nichts meckern. Und möchte ich jetzt auch gar nicht so groß mehr was, muss ich eigentlich nicht mehr so was zu sagen, denke ich. Das ist, genau. Ihr könnt da nichts falsch machen, sage ich mal dazu. In meiner Nase. Also, das kann man sich mal so mitnehmen. Also, wenn ich jetzt irgendwo im Drogeriemarkt bei Rossmann DM oder sowas wäre, würde den sehen, würde den aufsprühen, würde sagen, oh ja, schön, den nehmen wir mal mit. Ne? Also, den kannst du einfach so mal ab in den Warenkorb mit. Also, wie gesagt, das sind dann so Sachen, mein Gott, also, jo. Genau. Ja, okay. Jo, dann wäre es das mal für den Duft hier. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Laheb. Jetzt habe ich hier ein bisschen mein Riegel aufgeschlagen hier. Sorry. Ja, wie gesagt, gezeigt habe ich ihn ja euch schon. Auch hier die Kappe ist jetzt sehr. Also, ja, gut, sie rastet zwar ein, aber jo, ich muss mal gucken, kann man den so. Würde ich jetzt trotzdem nicht. Also unbedingt so hochnehmen wollen. Der ist also wirklich nicht, der geht relativ schnell ab. Und wie gesagt, die Kappe ist Plastik, aber relativ solide gemacht, muss ich sagen. Ne? Gut, wie gesagt, das ist Geschmackssache natürlich. Ne? Ja, auch hier habe ich jo, sehr dürftige Informationen aus dem Netz hier nur gefunden. Also wirklich sehr dürftig. Ich konnte mir noch die Gott sei Dank die Duftpyramide rausschreiben auf Parfumo beziehungsweise Notino. Und ansonsten habe ich auch hier von einem ausländischen Kanal mir mal so ein Review angeguckt dazu, was der so sagt. Aber der hat es auch so, derjenige hat es auch genauso beschrieben, den Duft, so wie er für mich auch so hier erscheint und wie er so auf mich auch wirkt. Genau, es ist ein gourmandiger, orientalisch würziger Duft auf jeden Fall. Laheb heißt übrigens übersetzt aus dem Arabischen so viel wie Feuer, Flamme oder Hitze, was natürlich hier von der roten Farbe hier vielleicht noch so ein bisschen angedeutet werden soll. Jo, ich habe mich dann entschieden hier für die Flamme. Jo, genau. Ja, Zahlen, Daten, Fakten, wie gesagt, sind jetzt auch wieder sehr, sehr dürftig.
Auf Parfumo habe ich auch nur 7 Bewertungen jetzt dazu gesehen. Wie gesagt, Sapil ist da, oder was diese beiden Düfte hier ziemlich betrifft, also generell bei vielen nicht auf dem Schirm, beziehungsweise ist, ja, spielt da groß keine Rolle. Man muss fast sagen, ja gut, das sind immer so zwei Schneiden. Ne? Einerseits natürlich schade, weil es natürlich so Düfte sind, die so ein bisschen untergehen so, ne? Und die so völlig ja, unterbewertet sind irgendwo und leider nicht ganz so ne, im Vordergrund stehen hier so ein bisschen oder auf dem Bildschirm haben. Andererseits sind natürlich wiederum, wenn die natürlich jetzt wieder durch die Kanäle gehypt werden würden oder sowas, dann kann man sich ja wieder denken, dann geht natürlich der Preis wieder entsprechend hoch und dann ist das natürlich die negative Seite dessen, wenn Düfte so natürlich durch die Kanäle, durch diverse Parfümkanäle gejagt werden. Hier besprochen werden. Ne? Das ist halt immer so die Schattenseite davon, von den Düften hier, beziehungsweise von so Hypes. Ne? Deswegen mag ich es immer ganz gern, wenn so Hidden Gems das so ein bisschen sind und die sollen euch schon ein bisschen verborgen bleiben. Von daher bin ich da so ein bisschen selbstsüchtig, also muss ich sagen, also weil dann wird es, ich meine, den habe ich jetzt gesehen bei, wenn er googelt, weiß das gerade mir. Auf verschiedenen Shops gibt es den zwar, aber für 20 € wird er angeboten. Wobei ich sagen muss, auch für 20 € ist das noch ein absolut ein Schnapper, muss ich sagen, weil der einfach so schön ist, der Duft. Also klar, ne? Wenn man natürlich dann etwas 12,50 oder 12 € sind natürlich dann 57, 8 € sind natürlich dabei, natürlich schon eine normale Hausnummer, ne? Aber man könnte den auch locker für 20 € kaufen. Also den könnte ich euch für 20 € auch genauso gut empfehlen. Ne? Also das muss ich sagen, weil der einfach so schön ist. Jo. Apropos, ja, wie gesagt, noch auf Parfumo, wie gesagt, nur 7 Bewertungen. Da habe ich aber eine 7,7 immerhin. Und das ist immer ganz gut, muss ich sagen. Genau. Denn der Duft ist natürlich auch, ich habe es ja schon gesagt, ein gourmandiger Duft, würzig orientalisch. Und der ist für mich jetzt auch verortet hier in der eher kälteren Jahreszeit, also so Herbst- und Winterduft. Ich würde ihn auch fast so ja, in der Weihnachtszeit sehr empfehlen, weil gerade diese gourmandigen Zahn, ne? Zur Duftpyramide komme ich aber gleich noch. Bieten sich da auch sehr an und der finde ich, da passt der gut in diese Adventszeit rein, der Weihnachtszeit rum und so weiter, wäre der ganz schön. Frühling, bestenfalls noch in den beginnenden Frühlingstagen, wenn es noch kühl ist, so übergangsmäßig Winter und Frühling, da will ich ihn deutlich sehen. Ich persönlich mag jetzt im Sommer oder sowas, man könnte ihn auch nehmen. Es ist nicht ganz so mega heftig, so eine Wuchtbrumme, aber ich mag es persönlich nicht so. Im Sommer mag ich es nicht. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Man könnte ihn natürlich schon tragen. Er ist jetzt nicht so, wie gesagt, nicht so ganz so heftig und so. Er ist schon ein bisschen ein hellerer Duft, aber ich würde ihn für mich jetzt nicht haben wollen, jetzt im Sommer, muss ich sagen. Oder abend, wenn dann überhaupt abends dann, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Aber das ist die gourmandige Düften bin ich im Sommer nicht so bei so Temperaturen. Da mag ich doch eher so ein bisschen die frischeren Sachen und ein bisschen, jo. Das ist aber Geschmackssache, ist ganz klar. Ne? Genau. Das ist jetzt hier auch ein Unisex-Duft. Klar, gourmandige Sachen sind immer Unisex, die kannst du machen. Geht mir so ein bisschen tendenziell eher aber in die feminine Richtung rein, natürlich. Also geht so ein bisschen in die feminine Richtung rein. Tendenziell, aber es ist deutlich ein Unisex-Duft. Ne? Also das kann man durchaus definitiv. Ne? Also vor allen Dingen von dem Kammer hier, der jetzt in die maskuline Richtung geht, ne? Geht der jetzt so ein bisschen halt eben in diese leicht feminine. Aber es ist kein femininer Duft. Das kann ich euch so sagen. Es ist nur diese leichte Richtung geht es zu bilden da rein, ne, kann ich euch sagen. Genau. Ja, von der Haltbarkeit auch sehr gut, muss ich sagen. Also kann ich es auch 7, 8 Stunden locker, bleibt ja drauf. Also könnt ihr sagen, auch was so die Silage betrifft. Also das, wenn ich den mir aufgesprüht habe, ich nehme den auch locker, wenn ich das so locker sitze und sowas, immer wieder dann warm, mindestens 1, 2 Stunden. Also da nehme ich den immer noch, ne, wenn ich den so und also so denke ich, wird er auch so wahrgenommen. Genommen, werdet ihr auch so ein bisschen wahrgenommen. Ne? Von der Projektion her kann ich euch nichts sagen. Also da habe ich jetzt apropos Projektion. Da habe ich jetzt auch wieder so ein Erlebnis gehabt gestern. Da habe ich jetzt meinen Mann nämlich, der hat sich den
den Apéch von Lanvin aufgesprüht. Man habe ich da auch, guck mal da. Er fragte mich, da stand doch der Flakon da rum, was ist denn das für ein Duft und so. Habe ich den schon, habe ich gesagt, nö, kannst du mal testen und so. Der hat sich da einen Sprühstoß aufgesprüht. Da hat der ganze Raum ausgefüllt, was ich jetzt gar nicht so wahrgenommen habe, ne, bei mir. Ne? Also klar, logisch, ich stehe hier und der Duft projiziert bis da. Woher soll ich wissen, wie weit der projiziert? Also ich meine, ich kriege dann immer nur raus, also mal müsste ich eigentlich so machen, dass ich meinen Mann immer so will einsprühen, um zu testen. Das ist so mein Test-Dummy wahrscheinlich demnächst, um zu testen, wie weit projiziert er denn? Ja, wie weit kommt er denn an mich dran? Ne? Und wie gesagt, der Apéch von Lanvin, da habe ich übrigens auch ein Video dazu gemacht, kann ich euch nochmal verlinken, wenn ihr wollt. Also wenn ihr wollt, auch wenn ihr nicht wollt, ich verlinke ihn einfach. Also ich weiß ja sehr, oh Gott, da ist ja, huiuiui. Also die Küche und alles, wo sich bewegt hat, ich habe immer noch diesen Duftschweif von ihm, Duftschweif gehabt. Also es ist schon, mein Lieber, also... Der war schon sehr, ob ich den gar nicht selber so intensiv wahrgenommen habe, ne? Also an mir. Ne? Also nur so viel dazu, wenn ich jetzt sage, okay, die Projektion hier, also das ist, wird oftmals von Dritten, also von Außenstehenden, ganz anders wahrgenommen, als ihr euch selber das wahrnehmt. Ne? Oder, ne? Genau, ja, ne? Nur viel, so viel dazu, ne? Genau. Ja, was habe ich gesagt? Ah ja, genau, vom Alter noch her, alterstechnisch würde ich den jetzt auch, ach, den würde ich jetzt auch so ein bisschen für Jüngere, glaube ich, so, oder für jüngere Ladies und für die Gentlemen nehmen, so, also für die Herren. Und können man auch so ab 20 kann man, weil es ist ein schöner Gourmand, also es ist ein Gourmand, der Duft, und das ist ja jetzt nichts Spezifisches an Alter gebunden oder sowas, finde ich. Er ist auch so schön gemacht, wo ich sage, den kann man auch durchaus so von bis, also in allen Alterslagen, gut, für unter 20-Jährige, weiß ich nicht, ob das auch so, keine Ahnung, aber ich hätte da also kein Problem damit, denn so ein bisschen von bis zu verorten. Also, genau. Jo. Genau. Den Namen Laheb habe ich euch gesagt, vorher, genau. Und so, ja. Vom Duft her, also auch hier der Sprüher ist auch ganz schön, muss ich sagen. Puh, also ich kann euch sagen, ihr kriegt euch gleich so am Anfang so eine Safran-Note mit. Safran mit Kardamom, mit Kreuzkümmel. Das ist also von der Duftpyramide her auch so drin. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Also gefällt mir super gut. Also ist ein sehr schöner. Wobei ich jetzt nicht unbedingt so der... ich sehe gerade, Entschuldigung. Draußen rollt sich wieder die sitzt das gerade von der Eingangstür und rollt sich hier gerade auf dem Boden rum. Mein Mann kam nämlich gerade zurück vom Einkaufen. Und wenn sie uns sieht, dann rollt sie sich dann immer so rum hier. Die Molly. Goldig. Ja, ja, also es ist ein, oh, es ist ein wirklich ein so schöner Duft. Also wir sprühen es mal da drauf. So, jetzt kommt gerade mein Mann rein. Jetzt muss ich gerade mal kurz hier mal stoppen. Bei dem Rezept ist gar kein Käse vorgesehen. Komisch, gell? Ist ja, nee, Käse will ich da schon. Ja, gut, wer Molly Maus, du? Hm? Schon nicht schlecht. Nee, bitte Käse kann man dann drüber machen. Ja, genau, ja, ja. Oh, richtig. Besser als das. Ja, ja, ja. Ja, Mäusin, du. Hm? Okay. Du Mäusine, du. Machen wir dann, wenn du fertig bist. Ja, ja, ja. Ja, ja. So, mein Mann war gerade eben. Wollte noch gerade was. Was wissen. Hat gerade an meiner Hand geschnuppert übrigens und sagt, oh, das ist aber ein schöner Duft. Ja, genau. Was natürlich nicht viel heißen will, wenn ich sage, hier, mein Mann fällt auch, aber gut. Nur so. Molly ist übrigens wieder hier. Futtert jetzt gerade wieder ein bisschen was. Ich sprühe das hier mal drauf. Oh, ja. Also wie gesagt, ich habe den übrigens, wo ich sagte, hey, der kommt mir so ein bisschen bekannt vor, aber ich kann jetzt nicht jetzt vom als Dupe oder als Duftsimling jetzt hier identifizieren. Wie gesagt, ich habe jetzt auch so im Netz nichts dazu gefunden. Auch der Kanal, auf dem ich den hier, der den besprochen hat, hat es hierzu auch nichts erwähnt, nichts gesagt. Ich habe aber, ihr könnt euch den so ein bisschen, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Also nicht vom Duft her, aber so von der Richtung her, ne? So ein bisschen dieses,
Also ich habe jetzt von Maison Alhambra, kennt ihr wahrscheinlich die Reihe, die Parfums de Mali so ein bisschen kopieren, ne? So, also den Galatea, den Goldenen oder den Herkules oder den, wie heißt der, Cassius oder was steht da oben noch drauf? Die stehen bei mir oben auf dem Regal. Oder auch der Perseus, glaube ich, ja, Perseus heißt der. Also so von jedem so ein bisschen was dabei. Ne? Also so, die sind nicht identisch mit dem Duft, aber sie haben sowas. Dieses sind auch so leicht gourmandige Düfte dabei. Ne? So ungefähr müsst ihr euch den auch so ein bisschen vorstellen. Der könnte sich so locker in diese Reihe mit einreihen. Ne? Das ist so dieses, ja, also, dass ihr so klein ungefähr eine Vorstellung habt davon. In der Herznote haben wir hier übrigens Zipriol und Damaszenerrose drin, von der ich jetzt, muss ich sagen, nicht unbedingt jetzt hier nicht so die, ja, hat was Florales, bisschen eine leicht florale Note, aber im Vordergrund, er ist auch sehr linear, der Duft übrigens, also es verändert sich auch nicht groß. Ja, die spielt auch so eine Rolle, die Damaszenerrose wahrscheinlich. Also diese ganzen Duftkomponenten in der Basis übrigens Amber, Moschus, Zeder, Sandelholz und Tonkabohne. Also es ist ein sehr, so ein weicher, sehr sanfter, wie gesagt, orientalisch würziger, leicht süßlicher Duft. Aber in der Re also, man nimmt aber auch diese Gewürze, diese Würzigkeiten, ne? Also nicht intensiv würzig, ne? Nicht so, ne? Er wird so abgeschwächt durch die Tonkabohne, durch den Safran. Wie gesagt, der spielt alles so ein bisschen so eine Rolle, da macht er so ein bisschen weicher, ein bisschen, ja, cremig, ne? So. Also ein Träumchen, muss ich sagen, ein Träumchen. Also, es ist wirklich, wer jetzt, wie gesagt, diese gourmandigen Düfte mag. Ich bin jetzt nicht so der Gourmand-Fan, gebe ich ehrlich zu, aber hier dieser Duft, den finde ich jetzt wieder sehr schön gemacht, weil der mir so, der schmeichelt der Nase so schön, finde ich. Also, durch diese Gewürze, die da drin sind, ich meine auch ein bisschen Zimt könnte auch dabei sein, kann sein. Es ist, also, ja, wobei er mir auch so, das kommt vielleicht vom Safran her, keine Ahnung von, oder von der, könnte auch so ein bisschen so ein leichtes, ich sage es also bewusst leicht und wieder nicht meine Worte jetzt auf die Goldwaage legen, so ein leichtes, auch so ein leichtes Wildleder, aber ein ganz leichtes, so ein bisschen, oder so ein bisschen, ja, so ein Handtaschenleder, so ein bisschen, ne? Vielleicht, ne? Obwohl da keine Ledernoten drin sind oder so, aber da kommt mir so ein bisschen rüber, ne? So ein ganz kleines bisschen, aber das ist nur meine Meinung dazu, meine eigenen Gedanken, die mir so kommen dazu. Ansonsten, also ist jetzt kein Lederduft wie der, ne? Ist das nicht, ne? Also nicht bitte, also wie gesagt, legt da meine Worte jetzt nicht so auf die Goldwaage drauf. Hat aber irgendwie so ein bisschen was, also ein leichtes Wildleder, finde ich, also empfinde ich so zumindest, ne? In meiner Nase, ne? Ja. Ich sagte, das Amber in der das Sandelholz und die Tonkabohne. Wie gesagt, das macht alles so ein bisschen, das schwingt alles so mit in dem Duft. Aber wie gesagt, die vorherrschenden Duftakkorde für mich sind eben diese schönen safranwürzigen orientalischen Noten. Also ja, sehr, sehr schön, aber auf einer sehr weichen, sehr cremigen Basis. Ne? So wie so eine schöne leckere Cremespeise, ja? Mit Sahne drin und mit. Ach, mit allem, was so Kalorien hatte und so, ne? Also, ist jetzt auch nicht so, hat schon eine süße Note, natürlich klar, durch den Safran und die Tonkabohne tun da so ein bisschen ihr Beitrag, ne? Ist so leicht süßlich, ne? Aber nicht so mega süß, ne? So dieses, ich bin ja so ein bisschen empfindlich, was so süß betrifft. Der ist gar nicht so süß, ne? Der ist jetzt, aber hat so eine leichte, was ihn, und das Ganze macht ihn deswegen, weil er so cremig ist, weil er so, ja, so weich ist und so weiter. Deswegen macht ihn das auch so ein bisschen femininer, ne? Aber wenn ihr den aufsprüht, dann
Macht euch da keine Gedanken. Das ist jetzt kein Damenduft in dem Sinne. Ne? Das ist, ne, überhaupt nicht. Ne? Also ich habe es bloß gesagt. Ne? Ich wollte es bloß sagen. Die einen Unisex-Düfte gehen mehr so in die eine und die andere in die andere Richtung. Jo, und manche, ganz selten habe ich Düfte, wo ich sagen kann, die sind jetzt genau in der Mitte. Das gibt es fast. Also ganz selten, ganz, ganz selten, wo ich sagen kann, das ist jetzt genau in der Mitte, das ist weder feminin noch maskulin. Meistens sind es immer so ein bisschen ein paar Duftakkorde, ein paar Duftnoten, die dann so ein bisschen das ausmachen, das Spektrum. Ne? Genau, jo. Ansonsten war es das auch schon bei mir dann jetzt für diesen Duft hier. Also wie gesagt, zusammenfassend, ich kann beide empfehlen, den Kammer und den Laheb. Für die Preise, für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ihr kriegt da wirklich zwei sehr, sehr schöne Düfte mit, wie gesagt, immer unter der Voraussetzung natürlich, ihr steht auf gemordige oder auf Lederdüfte und ihr bekommt aber hier wirklich sehr, sehr schöne Düfte dafür, für den Preis vor allen Dingen auch so. Ne? Und ja, ne? Also nach meinem Eindruck jetzt natürlich nur, ne? Klar. Von daher muss ich sagen, klare Kaufempfehlung, der, wie gesagt, ist im Moment jetzt auf Notino gerade nicht lieferbar. Aber gut, es ist jetzt erst wieder sowieso eine Sache für den Herbst und für den Winter. Beziehungsweise beide sind ja erst für den Herbst, Winter eigentlich so wieder. Ne? Aber jo, wie gesagt, beides könnt ihr locker mitnehmen, auch in den Warenkorb legen und kaufen. Also für den Preis, ja, der macht da eigentlich nichts verkehrt dabei. Genau. Ja, okay, gut. Das war's da, was ich dazu erwähnt haben wollte, was ich euch sagen wollte. Und genau. Ja, ich merke aber gerade, mein Hals tut mir ein bisschen jetzt wieder etwas, macht mir gerade das Bild wieder etwas Probleme. Ich merke so ein bisschen Halskratzen wieder. Jo, wünsche euch jetzt noch einen, ja, wie gesagt, ich verlinke euch nochmal übrigens muss ich mal gucken, was habe ich gesagt? Ich wollte auch noch, ah ja, den diesen ausländischen Kanal nochmal unten verlinken. Zum Abschluss übrigens noch dann, das muss jetzt auch mal sein, noch ganz, ganz, ganz liebe Grüße an den lieben Albin vom Kanal der Duftprofiler. Hallöchen, mein lieber Albin, ganz liebe Grüße. Und ganz, ganz liebe Grüße an dich, lieber Flo. Du hast ja auch wieder. Übrigens, der Albin hat jetzt auch. Ich verlinke euch nochmal die zwei Kanäle. Beide haben jetzt auch wieder schöne Düfte vorgestellt, die Tage. Und der Albin oder du hast jetzt gerade wieder auch so, warst wieder sehr aktiv. Hast einige heute auch wieder gerade, habe ich gesehen, ein neues Video eingestellt, dass ihr das mal seht. Und der liebe Flo von Flo is Dufte. Liebe Grüße an dich, lieber Flo, an dieser Stelle nach Hamburg. Genau. Ja, darüber hinaus noch vielleicht noch, wenn ihr euch denn noch nicht kennt, den Kanal vielleicht. Zwar O Charlie nennt sich der liebe Jöris. Sitzt auch in Hamburg und hat auch einen schönen Kanal, muss ich sagen. Sehr klein, auch so ein kleiner wie ich, so, ne? So ein Start-up. Quasi. Der hat aber immer sehr schöne Duftideen und da steht immer Düfte vor, wo ich auch denke, oh ja, den kenne ich ja gar nicht so. Ne? Finde ich auch ganz interessant. Manchmal sind sie ein bisschen teurer, sind nicht ganz so. Aber es ist ja ganz gut, wenn man mal hier einen anderen Duft mal, den einen oder anderen Duft mal auch kennenlernt oder so. Ne? Der macht es auch ganz schön, muss ich sagen. Genau, ja. Jo, okay, gut. Dann sehen wir uns, denke ich, wieder zum nächsten Video und ja, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis denne.